Grüß euch und herzlich willkommen auf meinem Kanal der Bienenbastler. Heute möchte ich die jungen Weißelzellen schützen, damit sie nicht verbaut werden. Im Hintergrund seht ihr mein weißrüchtiges Volk, wo ich mittig eingesetzt habe, den Zuchtrahmen. Kurzes Intro und wir legen auch gleich los. Ja, die Weißelzellen werden mit so Käfigen geschützt. Die werden auch nur auf das Näpfchen draufgesteckt. Und somit können wir die Bienen, unsere Zuchtmadame, nicht weiter einbauen. Und sie kann schlüpfen, ohne dass irgendwie das Ganze oder die ganze Zelle komplett mit Wachs verbaut ist. Nehmen wir uns mal unseren Honigramm ab. Das Ganze soll jetzt etwas zügig gehen. Es ist sehr frisch. Die werden jetzt auch nicht begeistert sein, dass ich vorbeischaue. Aber das hilft uns halt nicht. Wenn man zu lange wartet, dann verbauen sie ein die ganzen Weißelzellen und die Arbeit, sage ich mal, war umsonst. Umgelauft habe ich die ganze Geschichte letzte Woche am Donnerstag. Heute haben wir Dienstag und heute wollen wir das Ganze auch käfigen. Damit nicht zu viel Wärme verloren geht, kommt eine Folie drauf. Und jetzt legen wir sie rüber. Dann drehen wir uns die ganze Geschichte mal. Vorsichtig nach oben. Dann sehen wir, die ersten zwei sind schon sehr schön verdeckelt. Also nach unten. Jetzt sind die wunderbar verdeckelt. Die eine, die braucht noch eine Stunde oder zwei, da komme ich später nochmal vorbei. Aber die sind jetzt schon wunderbar verdeckelt. Da kann man jetzt schon den Schutz drüber stecken. Ich sperre auch keine Bienen mit ein. Das braucht es jetzt, sage ich mal, bei mir nicht. Andere machen das so. Sprich, die nehmen noch Bienen mit in den Käfig. Aber ich lasse die heraus. So, die ist nix. Können wir gleich weg bauen. Natürlich nicht vergessen, unten auch den Deckel zu verschließen, weil wenn sie reinkommen oder rauskommen, hat uns das Ganze gar nichts geholfen. So, zumachen. Auch schon ein bisschen aufdrehen. Die ist auch offen. Die sind offen, die brauchen, sagen wir, den Nachmittag noch. Und hier seht ihr es, was passieren kann, wenn man zu spät kommt. Das ist jetzt noch nicht so tragisch. Da gibt es Wildbau und dann bauen sie euch die Zelle ein. Das ist jetzt noch nicht dramatisch, die schneide ich ab. Die kann schlüpfen. Wo ist mein Messer? Ein Messer. Schneiden wir uns die ganze Geschichte einfach schön ab. Mädel kommt zurück. Seht ihr das? Kommt wieder zurück ins Volk.
ist ein bisschen finster heute, gell? Und jetzt sehen wir da, da ist noch eine, die ist schon fertig. Sagt er, es kann ja sein, dass sie erst am Abend verdeckelt werden. Oder der Rest wird am Abend verdeckelt. Aber ich bin immer lieber ein bisschen frühzeitig da. Man weiß nie, wie schnell dann die Damen verbaut werden, also sprich mit Wildbau. Versehen werden und dann können sie so verbaut werden, dass man, wie gesagt, die Eier nicht mehr zum Schlüpfen bringt. Also ich werde heute Abend noch mal vorbeischauen und die restlichen Königinnen oder die restlichen Weißelzellen auch noch mit Schutzkäfigen überziehen, weil sonst passiert mir einfach, dass das viel zu schnell ausgebaut wird und dann war die ganze Arbeit umsonst. So wie es jetzt aussieht, sind es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Stück, die angenommen worden sind. Kommen die wieder zurück ins Volk. Ne? Gesagt, heute ist nicht das optimale Wetter, ganz schön frisch eigentlich, aber man muss sie käfigen, weil sie sonst einfach komplett verbaut werden. Und wenn sie komplett verbaut werden, können die Königin nicht mehr schlüpfen. Ja, wir sind jetzt halt von den 20, circa, ich muss noch mal nachschauen, aber circa 15, 17 sind wir angenommen worden. Man merkt aber schon, die noch kühleren Temperaturen spielen da auch eine Rolle, wenn es wärmer wird. Finde ich, das ist die Annahme natürlich besser. Aber man könnte jetzt theoretisch nochmal nachlegen. Das könnte man ja, oder kann man ja länger betreiben, das ganze Spiel. Nur wichtig ist wirklich, schaut auf den Verbau, dass euch das Ganze nicht verbaut wird. Es gibt auch noch Möglichkeiten oder es gibt auch andere Varianten, die bauen sich ein Abspeckgitter drauf, damit es nicht verbaut wird. Wie gesagt, ich schaue, dass ich es rechtzeitig käfig und somit funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Also für alle, die den zeitlichen Ablaufplan brauchen, ich habe es am Donnerstag habe ich es umgelauft. Heute ist der Dienstag darauf. Und wirklich, ich schaue teilweise schon Montag mal kurz rein, ob sie schon viel Wildbau irgendwo angesetzt haben. Weil wenn sie schon viel Wildbau angesetzt haben, dann entferne ich das gleich, dann können sie wieder über Nacht arbeiten und verbauen wir nicht die Zellen. Oder ich muss ja gleich schauen, ob ich sie irgendwie schützen muss, wie auch immer. Weil sonst passiert einfach das, wie ihr schon gesehen habt, die bauen euch die Zellen komplett zu. Da ist zwar unten, sagen wir mal, die Weißelzelle und dann kommt auf einmal unter der Weißelzelle so einen kompletten Wildbau. Und dann könntest du die Weißelzellen fast vergessen. Man kann dann schon versuchen, mit dem Cuttermesser die wieder schön, es geht schon teilweise noch, die mit dem Cuttermesser wieder schön auszuschneiden. Aber dann passiert es oft, dass man dann vielleicht mehr aufreißt und dann war es das auch umsonst. Also Donnerstag umgelauft, Dienstag gekäfigt. Jetzt ist 10 Uhr, circa 10 Uhr. Ich werde heute Abend gegen 18 Uhr nochmal schauen, da werde ich dann die restlichen offenen noch käfigen. Man erwischt ja nicht immer komplett gleiche Larven, die eine ist ein bisschen jünger, die andere ein bisschen älter oder das Näpfchen wird ein bisschen eher oder ein bisschen später angenommen. Daher kommt der zeitliche Versatz und heute Abend werde ich die restlichen käfigen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wahrscheinlich schon beim Schlupf, also wenn die Königin schlüpfen und dann bilden wir uns ein Begattungskästchen,
Wenn du das nicht verpassen möchtest, gibt es nur eine Lösung: den Kanal abonnieren. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zur Zucht, gerne in die Kommentare. Ich versuche das, wenn ich es kann, zu beantworten. Ansonsten sage ich Dankeschön für euer Vorbeikommen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, anders mal.